Ich habe richtig Bock auf den Wettkampf. 100 Gramm Rice Pudding. Guckst du dich das an? Willkommen, meine Damen und Herren, zu 3 Tage Out Carb Loading. Kohlenhydrate? Nee. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Für mich ist gerade heute Weihnachten, Geburtstag, Ostern, Silvestern, meine Hochzeit, die irgendwie, keine Ahnung, ob das jemals stattfinden wird, denn ich habe noch nie mit einer Frau geredet. Aber auf jeden Fall freue ich mich unglaublich, denn wir dürfen heute essen. Mehr als 21 Gramm Rice Pudding in der Mahlzeit. Es ist unglaublich für mich. Es hört sich für euch wahrscheinlich so dumm an, weil ich darf ein bisschen Reis essen. Ich darf ein bisschen Reis essen. Und das zaubert mir so ein Lächeln ins Gesicht. Das ist unvorstellbar. Aber zuerst gibt's einen Formcheck. Denn ich bin hier schon so ein bisschen, ja, für gewisse würden sagen, nicht im Bodybuilding sind, ein bisschen sass unterwegs. Ich sage euch ganz ehrlich, Retalk an dieser Stelle, diese Posing-Slips ganz früher, wo ich so mit Fitness und so angefangen habe, so ein bisschen mit Trier, ein paar Kurzhandeln und so. Und dann kommt meine Großmutter so zu mir, meine Oma. Ja, aber du bist schon nicht so dieses S-Wort, das ich nicht auf YouTube sagen darf, dieses S-Wort, die Höschen da auf einer Bühne rum, um das nicht, nee, das ist voll blöd, das will ich nicht machen. Sorry, Oma. Ja, meine Meinung geändert. Alter, sieht die Form geil aus. Scheiße. Nee, wirklich, das ist perfekt. Ich bin richtig geflasht, wie gut die Form aussieht. Hört sich jetzt abgehoben an oder so. Man redet ja eigentlich nicht über sich selbst. So, boah, ich sehe so geil aus. Und das ist so richtig so dieses, was laufst du für Scheiße. Aber ich fühle mich gerade richtig gut. Ich finde die Form gerade richtig gut. Wir haben noch keine Kohlenhydrate. Ich weiß, das Ding wird jetzt sie auffüllen unglaublich durch die Carbs, die wir heute kriegen. Ich bin jetzt schon happy mit der Form, also. Ich habe richtig Bock auf den Wettkampf. Ich habe richtig Bock auf den Wettkampf, Alter. Let's go. Aber jetzt geht's an die Kohlenhydrate. Vielleicht soll ich mir zuerst mal was anziehen. Ja. Meal Nummer 1. Serviert. Es ist kalt. Ich ziehe mir einen Pulli an. Okay, schon besser. 100 Gramm Rice Pudding. 100 Gramm. Wir haben über den ganzen Tag verteilt nicht so viel gehabt. Wir hatten über den ganzen Tag verteilt, die letzten Wochen, 91 Gramm. Davor hatten wir 103 Gramm für irgendwie 2 Monate straight. Also, das ist unglaublich. Und ich habe mir das sogar in 2 Teile aufgeteilt, weil ich so excited bin. Ich freue mich da so drauf. Haben mir 2 Schüsseln gemacht. Okay, was haben wir sonst noch? Hier drin haben wir den Whey Dip. Aus diesem neuen Design Away, welches noch nie mal draußen ist. Es ist, ich kann das nicht aussprechen, Strobe Waffle. Strobe Waffle Geschmack. Der kommt nächste Woche raus. Gibt's heute einen Taste Test, da haben wir 30 Gramm. Dann 50 Gramm Beeren. Das Daily haben wir natürlich wie immer. Und die morgendlichen Subs, ihr kennt sie, D3, K2, Omega-3, Zink, Magnesium, Vitamin C, Athletic Immunity Support. Was ich euch bei den Subs aber allen empfehlen kann, wenn ihr Health Subs nehmen wollt und nicht 1000 Kapseln schlucken wollt, so wie ich, was ich komplett verstehen kann, holt euch einfach den Athletic Stack, da habt ihr die allermeisten essentiellen Sachen abgedeckt und habt eure Gesundheit schon mal aufs nächste Level gebracht. Auf jeden Fall kommen dazu noch 10 Gramm Nussbutter und 1,4 Gramm Salz. Ja, es ist wichtig, dass das Salz wirklich komplett aufs Gramm genau abgewogen wird, so wie das Wasser auch. Ich habe über den ganzen Tag verteilt 6 Liter Wasser und 7 Gramm Salz in der Form plus nochmal 3 Gramm Salz, welches in der Nahrung und Getränken drin ist, beziehungsweise in dem Crank Energy, da ist noch ein bisschen Salz drin. Boah, ich freue mich so.
Ich freue mich so. Und ja, ihr wollt das ja immer haben. Also habt ihr hier die Nährwerte. Wow, Kohlenhydrate! Yeah! Ich muss runterkommen, mich entspannen und drauf klarkommen. Also, was wir machen, ist, wir machen hier ein paar Beeren hin. Und dann kommt der Whey Dip drüber. Diese Kreation, bin ich euch ganz ehrlich, habe ich von Wesley Vissers, dem aktuellen Arnold Classic Champion, geklaut, weil er hat das Ganze bekannt gemacht und es ist eine richtig geile Version, den Rice Pudding zu machen. Man kann natürlich das Design Away auch einfach in den Rice Pudding mixen. Man kann es aber auch so als Dip hier drüber geben und das finde ich auch richtig, richtig geil. Man kann beides machen, bin ich euch ganz ehrlich. Apropos Design Away, bei ESN haben wir aktuell sogar eine richtig, richtig geile Aktion, nämlich 20% auf absolut alles mit dem Code Jeremy. Das ist wirklich die beste Aktion, die es gibt, weil ab und zu gibt es ja Aktionen so, ey, 20% auf Vitalstoffe, 20% auf Wiegen oder Food oder irgendwas anderes. Aber jetzt gibt es wirklich 20% auf alles, wo ihr euch gönnen könnt, was ihr Bock habt. 20% spart und mit jeder einzelnen Bestellung, wenn ihr den Code Jeremy benutzt, supportet ihr, unterstützt ihr mich und meine Wettkampfvorbereitung auch. Also danke vielmals für den ganzen Support, auch für die ganzen Bestellungen, die ihr mir auf Insta zugeschickt habt und alles. Also wirklich, Kuss geht raus und ja, die Aktion an eurer Stelle will ich jetzt nicht verpassen. 20% will ich mitnehmen und Protein sein decken, ein bisschen Design Away abstauben und auch die eine oder andere Packung Isoclear ist bei mir auf jeden Fall auch im Warenkorb. Auf jeden Fall probieren wir jetzt. Alter, dieser Geschmack ist geil. Dieser Designerway-Geschmack, der neue da, der ist richtig geil. Junge, ist das lecker. Boah. Okay, ich genieße das jetzt einfach. Und noch einen Trick für einen Rice Pudding. Wenn ihr den ein bisschen salzt, schmeckt der sogar noch besser. Das ist wirklich ein Lifehack. Weil, wenn ihr in der Diät seid, salzt ihr keine Kalorien. Und im Aufbau, das schmeckt trotzdem einfach besser. Also, ist ein geiler Lifehack. Kann ich empfehlen. Und der Rice Pudding schmeckt dank der Süße von dem Whey halt einfach ungelogen wie ein Cheat Meal. Jetzt nicht mal wie irgendein gesundes, cleanes Meal, sondern wie so ein richtig süßes, ja, Cheat Meal halt einfach. Guckt euch das einfach an, ich sehe einfach nur, guckt es euch an, wunderschön, Kohlenhydrate. Ihr wisst es, Leute, ich habe in der Prep hauptsächlich keinen Reis gegessen, einfach weil es sich nicht lohnt, 12 Gramm Reis zu machen und dann irgendwie so viel und dann habe ich einfach nur Reiswaffeln gegessen und jetzt gibt es einfach richtig einen Reis. Guckt euch an, wie viel das ist. Das ist so geil. Das ist zwar für die nächsten 2 Tage, aber das ist eine einzige Mahlzeit. 100 Gramm trocken gewogenen Reis. Richtig, richtig geil. Dazu gibt es jetzt hier auch noch ein bisschen Fleisch und Brokkoli. Für meinen kleinen Bruder natürlich auch. Der braucht auch Fleisch, weil der soll auch noch groß und stark werden. Boah, es fühlt sich so gut an. Guckt euch das an, wie viel Reis das ist. Boah. Okay, ich bin euch ganz ehrlich, das hört sich wahrscheinlich jetzt, sieht für euch voll dumm an, irgendein 16-jähriger Dude, der sich über Reis freut, voll behindert. Das ist unglaublich für mich jetzt. Das ist unglaublich, so eine Portion zu sehen und zu wissen, ich darf die essen. Auf jeden Fall haben wir hier 100 Gramm trocken gewogenen Reis, 100 Gramm Brokkoli und 150 Gramm Lamm. Das ist auch eines der letzten Male, wo ich als Fleisch nicht nur Chicken haben darf, sondern auch Red Meat bisschen. Das ist ein bisschen langsam meine Verdauung, daher gibt es ab morgen nur noch Chicken als Proteinquelle und natürlich Design Away. Isoclear als Proteinpulver ist, glaube ich, klar. Auf jeden Fall, ich kann nicht mehr mit euch reden, ich kann nicht mehr warten, ich muss es jetzt essen. Wir salzen das zuerst ab. Ja, hier nochmal 1,4 Gramm Salz dazu. Einen guten wünsche ich euch allen. Mein kleiner Bruder Justin. Woody. Let's go. Ist so geil. Einfach pure Gönnung. Aber was ich was vergessen habe, hier die Makros mit schönen Kohlenhydraten. Leute, guckt mal, was ich meinem kleinen Bruder gemacht habe. Ihr kennt es schon. Den Drip. Den Whey Drip. Jetzt hat Lil Bro Justin auch ein bisschen vom Whey Drip gekriegt. Und jetzt probieren wir. Ist geil, oder? Ja. Ist
Also Justin, ehrliches Rating, wie findest du den Whey Drip? Findest du das geil oder nicht? Du musst bedenken, es ist einfach reines Protein, dieser ganze Dip. Sehr gut, also 9 bis 10 von 10 für reines Protein. Richtig gut. Und wenn es nicht reines Protein wäre, wie findest du es dann? Eine 9 von 10. Das ist crazy. Lass sie schmecken. Meal Nummer 3. Falls ihr irgendwelche spektakulären Mahlzeiten oder so jetzt erwartet, nee, die sind ganz basic, aber ich freue mich da ganz, ganz stark drüber. Wir haben nämlich wieder Rice Pudding. 100 Gramm Rice Pudding, 100 Gramm Beeren und den Whey Drip, also 30 Gramm Designer Whey. Und ich habe das Ganze wieder aufgeteilt in zwei Bowls. Einmal nur Reispudding, das werde ich mit Salz essen. Vielleicht ist es ein bisschen weird, vielleicht sind meine Geschmacksnerven ein bisschen komplett durch von dieser Wettkampfvorbereitung. Das sieht schon ein bisschen leckerer aus. Auf jeden Fall haben wir hier den Reispudding. Falls ihr dazu ein Rezept haben wollt, könnt ihr auf Instagram hier vorbeischauen. Das ist nämlich immer in Story Highlights. Und ja, die andere Hälfte ist einmal nur Reispudding. Also einmal wortwörtlich 50 Gramm Reis, 150 Milliliter kochendes Wasser. Ich salze es jetzt noch ein bisschen mit meinen 1,4 Gramm Salz, die ich hier habe. Und dann esse ich das mit diesem Mini-Löffel. Weil wenn ich mit einem Mini-Löffel esse, dann fühlt sich das an, als hätte ich mehr. Und ja, das wird sich jetzt gegönnt. Gönnt euch mal diesen Whey Drip jetzt. Wie? Oh! Rice Pudding, gleich ich glücklich. Das Zeug ist so geil. Okay, wir sehen uns bei der nächsten Mahlzeit. Chef Cook Jeremy hat wieder gezaubert. Mal was Neues? Nein, absolut nicht. Aber wir haben Reis, Hühnchen und Brokkoli. Wie immer natürlich für meinen kleinen Bruder auch. Wir haben hier Chicken. Denn um groß und stark zu werden, braucht er die Proteins. Ihr wisst, wir wissen es alle. Und ich habe unter dem Video und ich habe in den Kommentaren unter dem letzten Video gesehen, ihr fühlt Justin irgendwie und wir sollen Justin auch breit machen. Da sage ich jetzt noch nichts dazu. Auf jeden Fall braucht ihr schon mal Proteins. Und für ihn gibt es jetzt hier einen Reispudding dazu. Wir haben uns dafür entschieden, die Hälfte des Reispuddings ist eher salzig. Also das ist auch etwas, was man machen kann. Ihr könnt den Reispudding auch einfach wie normalen Reis essen und halt salzen und mit Hühnchen essen. Und die andere Hälfte, die gönnt er sich mit Flavor Powder. Was man auch machen kann. Er ist ein, wie sagt man das lieb? Ein Süßer. Ein kleines Kind, das viel zu viel Süßigkeiten frisst und deswegen nicht auf die richtige Art ein bisschen breiter geworden ist. Aber das ist Projekt für Zukunft. Welches Flavor Powder willst du? Ich zauber dir das jetzt gleich, Justin. Black and White Cookie. Du hast das Black and White Cookie nicht wieder zurück in die Küche getan. Apropos, du verräumst es immer, ja. Dann kommt Mama wieder und scheißt mich zusammen, wieso ich mein Zeug rumstehen lassen. Weil das hat's Little Bro Justin da stehen lassen. Naja. Okay, fertig. Wird serviert. Meal Nummer 3 ist serviert. Let's go. Wir sind bei Meal Nummer 4. Meal Nummer 4 ist serviert. Und ja, es ist 1:1 genau das gleiche wie Meal Nummer 2. Also viel dazu sagen kann man eigentlich nicht. Boom, Makros hier. Oh, speziell. Nee, eigentlich nicht. Aber das lasse ich mir jetzt schmecken. Und natürlich auch hier wieder Salz abgewogen. Und wir müssen heute auf unsere 6 Liter Wasser gekommen. Daher. Und Justin holt sich seine Leitsoßen wie immer. Also ich glaube, ich habe es zwar schon erwähnt, aber wir fliegen ja morgen nach Birmingham für den Wettkampf. Falls ich das noch nicht gesagt habe, dann jetzt, boah, wir fliegen morgen nach Birmingham. Auf jeden Fall packen. Jetzt wurde gepackt. Ich habe alles gepackt, was ich packen. Wir haben hier Rice Pudding, Isoclear, Designer Whey, den Tan, noch Under Random Shit, dann hier noch Aminos, Crank Pump Pro ist natürlich auch am Start, denn wir wollen auf die Bühne auch gepumpt sein, naja, der Crank Pump Pro. Da drüben noch Klamotten und bla, was auch immer. Ich hoffe einmal wirklich, ich habe Sachen vergessen, ich habe die Hälfte vergessen, aber bitte nicht irgendetwas, was ich wirklich, wirklich gebraucht hätte. Ich hoffe es einmal, aber ich bin nicht talentiert, aber ich habe ein Talent darin, genau das Wichtigste zu vergessen. Auf jeden Fall hier auch noch Handgepäck und jetzt geht's zum nächsten Meal in die Küche. Meal Nummer 5 serviert. Ja, es ist genau das gleiche wie Meal Nummer 4. 1:1 wortwörtlich genau das gleiche. Viel muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Salz rüber. Ah, nee, es ist gar nicht genau das gleiche. Wir haben statt 150 Gramm
Hühnchen haben wir 150 Gramm mageres Rindfleisch. Habe ich, um ehrlich zu sein, lieber, aber ist jetzt das letzte Mal die nächsten Tage, wo ich Rindfleisch essen darf, weil es einfach ein bisschen schwerer verdaulich ist. Reis. Wow. Ich glaube, reicht langsam vom Dinge. Das habt ihr langsam gecheckt, dass ich Freude an Reis habe. Föhnt durch dieses Rindfleisch. Alter, wie geil. Guck dir ja mal, was Lil Bro Justin gemacht hat. Einfach auf den Reispudding drauf das Steak geklatscht. Das ist crazy. Aber lecker. Jo, eins habe ich irgendwie ein bisschen vergessen, nämlich mein Ei. Und ich habe Lil Bro Justin gefragt, ob der mir ein Ei machen kann. Und er hat irgendwie ziemlich reingeschissen, weil er die falsche Pfanne benutzt hat. Jetzt ist mein Ei so halb irgendwie noch da drin am Kleben. Ja, heiß. Scheiße. Ja, okay, Leute, ich muss fairerweise sagen, er hat nicht komplett verkackt. Eigentlich habe ich es sogar besser gemacht als ich meistens. Und weil ich vorher auch verpennt habe, ist Makros. Bam. Hand? Ei gegessen. Und Leute, auch was ihr alle gewartet habt, die Makros vom ganzen Tag, was sind das alles für tolle Kohlenhydrate, die wir gehabt haben? Bam! Da sind wir. Und ja, irgendwie sind die Fette weggegangen. Ich weiß zwar nicht ganz wieso, aber Jonas hat gesagt, wir brauchen, weil die Kohlenhydrate so viel hochgegangen sind, weniger Fette. Also, naja, auf jeden Fall hat mir der Full Leo-Feeding sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir sehen uns morgen in Birmingham. Let's go. Alle, ihr merkt schon alleine an diesen, wie viel Energie ich habe, wie viel Energie diese Kohlenhydrate mir gegeben haben. Es ist absolut, absolut crazy. Ah ja, und was ich euch auch noch zeigen wollte, ich bin hier gerade noch am Meal Preppen. Die Sachen hier. Hier ist noch Hühnchen, das wird jetzt kombiniert mit dem Reis und allem und morgen fliegen wir nach Birmingham. Aber da, wie gesagt, seht ihr morgen. Let's go.